Die Puppe, da sind wir wieder. Ja, ich habe so ein bisschen mit dem jetzt komme ich gerade nicht drauf, mit Botrix gespielt. Und muss noch mal ganz kurz hier rüber gehen. Ba, 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 bam. Kopieren. Hinzufügen. Einfügen. Okay. Zack. So, und nochmal hier rüber. Da ist eigentlich das schon alles gewesen. Ja, das war es eigentlich schon. Aber ich würde das mal hier ein bisschen in die Mitte zaubern. Oder hier oben hin, da geht es auch. Ja. Okay, das sollte jetzt gehen. Denke mal, da unten sieht das ganz gut aus. Ja, ist in Ordnung. Ja, ja, ich wollte ja eigentlich ein bisschen früher schon starten, aber es ist einfach so heftig gewesen. Und ich habe dann erstmal so eine Pause gemacht, bisschen was gegessen, was hier hingeguckt. Naja, mal ein bisschen was vom Tag gehabt. Ja, ich muss mich echt jetzt langsam überwinden, einen festen Zeitplan zu machen. Und die Frage ist, ob ich jetzt weiterhin nur Spiele mache oder das Chatting auch mit reinnehme. Vorrangig wäre halt praktisch eigentlich. Na? Wir gucken mal in den Zeitplan. Was haben wir denn da reingeschrieben? Mal gucken. Und schauen wir mal. Ja, dann clear. Okay. Schedule. 1.7. Haben wir aber schon lange nicht mehr gemacht, ne? Twitter und Schedule austauschen. So, und dann haben wir morgen, haben wir den 10. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen mal so um 13 Uhr an. Chatting. Obwohl, ja, ist natürlich auch eine doofe Zeit, aber es haben viele Ferien. Aber wir machen mal. Ich hoffe, dass ich um 11 Uhr wach bin. Wir machen es so.
keine festen Zeiten aktuell. Wir streamen immer, wie wir lustig sind. Vielleicht mache ich es dann auch so, dass auf... Ich muss mal gucken, ich weiß es noch nicht. Es wäre eigentlich praktischer, um mal ein paar mehr Leute reinzubekommen hier. Und... Ja. Also hier haben wir auch für morgen Balkon-Streaming. Wir gucken mal. Und ich habe so ein, zwei Sachen eingebaut. Also man sieht jetzt die Follower-Leiste und der Rate und die Follower-Animation, der Alert, der ist auch drin. Mal gucken. Vielleicht kommt ja was. Was haben wir denn hier noch? Ja. Raser ohne Führerschein für Teenager Tour. Es ist wieder nicht zu glauben. Und der Fahrer hat gerade meine Schürfwunde am Ellbogen und Schmerzen im Beckenbereich. Und der soll besoffen gewesen sein. Alter Schwede. Nee, nee, nee. Unglaublich, was hier abgeht. Also, nee. Also, das im Regio-Zug ein 10-jähriger angefassten Typ und dann hat er versucht, die Polizisten anzuspucken und also, haben die alle einen Knall momentan? Also, das sind so Themen, da. Sorry, aber. Nee. Könnte ich wirklich richtig, richtig bei kotzen. Solche Vollidioten, solche absolut geistigen, das sind noch nicht mehr Einzeller, Halbzeller oder so. Aber das ist ja das Problem, dass die Justiz ist so lasch, da passiert ja nichts. Genauso mit dem Typ, der jetzt den Jungen, was ich gerade gesagt habe, tot gefahren hat. Headset. Jetzt habe ich die Faxendecke mit dem Headset. Ja. Da konnte eben. Ja, Dynamics. So, jetzt kaufe ich mir das Headset. Mir ist das jetzt egal. Das kostet ja nicht scheiß Ding. Nee, nicht Outlet. So. Ich wollte das die ganze Zeit mal kaufen, so. Hätte ich mal gleich geholt. Ist das 99, ne? Hä?
94. Ach so, 40 Euro weniger. Ja. Erfahrung. Dynamic Outlet. Miserabler Support, schlechte Qualität, hat die GT 700 Pro X, nicht mehr was falsch auf, ich habe eine FX-Seite. Defekte Kopfhörer und nur Probleme. MMX 300 hat vor einer Zeit der MMX 300 gekauft, muss aber sagen, dass ich für die Preise wäre zu teuer und zwar bequem, aber wird das billige Lautstärke-Port hier ins Kabel eingebaut. Okay. Okay, das sind jetzt schon von 2021. Grüße, Lucy. So, das kann ich auch mal machen, ja. Ich habe vorhin erstmal eine Pause gemacht, es war mir einfach zu warm. Weil hier steht so der ist die Luft im Dachgeschoss, das ist echt die Hölle, ey. Und wenn die dann jetzt anfangen zu bauen, ey, oh Gott. Der muss den ganzen Tag das Fenster zu haben, damit dir der Dreck hier nicht reinweht und, oh. Was sagst du dazu, Boss? Hat Rogers recht? Katastrophe. Sollte der Starspieler nach einem Fehler auf die Bank gesetzt werden? Oder vielleicht bist du schlau und weißt, dass ich uns über die Ziellinie bringen kann. Ja, also hier waren eben so drei Regentropfen irgendwie und das war's dann. Ich habe Vertrauen in dich, Tony. Ein gescheiterter Plan wird daran nichts ändern. Aber ich hatte mich auf den Balkon gesetzt, wollte was essen, also selbst das war ich auch. Wusste, du unterstützt also ich bin echt. Ich bin nicht unbedingt ein Feind davon, aber das war heute schon sehr, sehr heftig. Ne? Das nimmt kein gutes aber das Problem ist auch, der Ventilator bringt überhaupt nichts, weil der nur warme Luft verteilt. Aber ich hole mir auch keine Klimaanlage, weil das sehe ich gar nicht ein. Falls wer wissen wollte, wie eine absolute Katastrophe aussieht, wie ein Dämonenhandel. So, was haben wir denn hier? Arcanes Wissen mal wieder. Ja, genau. Du brauchst das Ei nur rauslegen, dann ist er schon gekocht. Ja, das war echt extrem. Mein Kater auch. Das ist das erste Mal, dass er freiwillig sitzen geblieben ist, wenn ich ihm mit Wasser das Fell abgerieben habe, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Dem war das so egal, der wollte nur Abkühlung. Hab ich auch noch nicht, bei dem noch nicht erlebt so. Aber der war auch völlig platt. Also richtig Matsch. Da hat er ja gar keine Lust mehr. Hunter, bist du gut im Trauerreden schreiben? Ich kriege Blaze nicht aus dem Kopf. Ja, also ich meine damit nicht Besessenheit oder so. Nur alles, was passiert ist. Sag mir, was du denkst.
Einerseits war er mein persönlicher Held. Andererseits hat er versucht, dich zu vernichten. René hatte schon gesagt, er hat Temtem schon geholt. Hättest du deins auch schon geholt oder willst du das morgen machen? Wie kann ich ihn ehren und dabei aufrichtig sein? Es gibt zu viele Seiten. Ganz egal, wie sehr er uns verraten hat. Am Ende hat er das Richtige getan. Das wäre super. Also wir haben es ja schon ein bisschen... Oder ich habe es ein bisschen angetestet. Ich weiß nicht, ob René schon... Kann sein. Also ist gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Wir haben natürlich so ein bisschen Quatsch gemacht. Also angefangen von den Namen von den Viechern bis zum Benutzernamen. Aber... Ich finde nicht. Ist mir völlig egal. Ich richte mich da ganz nach euch. Ich bin den ganzen Tag zu Hause. Wenn ihr sagt, mal wegen 17 Uhr, weil tagsüber zu warm ist, oder schon mal vorher ein bisschen. Morgen früh überlege ich mir kein Problem. Versprochen. Ist das schwer. Hat er ja geschrieben, dass ich so ab 11 Uhr anfangen will. Es ist ja nicht so, dass Robbie dich eine Grabrede für Blaze schreiben lässt. Auf jeden Fall, morgen muss ich wieder Croissants haben. Das hilft nichts. Aber ein bisschen Unterstützung kann ich schaden. Und was machst du? Ich? Ich bin hier, um Robbie zu unterstützen. Er hat gesehen, wie sich sein persönlicher Held geantwortet hat. Ja, alles gut. Er sollte nicht alleine trauern müssen. Überhaupt kein Problem. Wir können auch um 17 Uhr anfangen. Das ist überhaupt kein Thema. Das ist... Also, da kann ich auch ganz bequem eine Pause dazwischen machen. Ich mache mir auch Sorgen um Robbie. Blaze, Verrat und sein Opfer. Weil ich muss so meinen inneren Schweinehund mal überwinden und das tägliche Stream sein lassen, weil es bringt im Prinzip so nichts. Aber ich bin sicher, dass es ihm auf der anderen Seite, wenn ich an der Konsole hier spielen will, muss ich einen Rechner anhaben. Inwiefern? Keine Lust, die umzustöpseln. Naja, abschließen eben. Aber es ist echt cool gemacht. Also du musst eine ganze Menge Sachen beachten. Und das ist also nicht so, ach, ich renne jetzt mal rum und klatsche ich alle um. Ich habe hunderte von Stunden Nachmittagstalkshows gesehen, die das bestätigen. Das ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Sobald Robbie das also verarbeitet hat, sind wir startklar. Robbie findet schon raus, was er machen muss. Also war doch, ja, recht überrascht davon, ne? Einzig ist natürlich, wenn du wieder irgendwo hinkommst, denn 5000 Mal hier eine Attacke, da eine Attacke, wie in so einem, ja, normalen RPG, wo du dann keine 5 Meter gehen kannst, ohne dass irgendein Viech dich angreift. Das hat man ja auch ab und zu. Aber sonst ist cool. Sieht witzig aus. So. Müssen wir das hier machen? Ich glaube, ich habe alles fertig, oder? Oder? Ja. Mission geht ja nicht mehr. Gut, dann kann ich pennen. Den noch mitnehmen. Ich nehme nach der Mission fast das Gehirn raus. Und ich brauche... Ne, wir haben so eine Stunde oder so haben wir mal angetestet. Charakter erstellt. Ja, und dann so die bisschen Einführung und bla. Oh. Teil 3. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass ich in Teil 2 bin oder dass es überhaupt Teile gibt. Ja, Guild hatte ich ja dann gestern fertig. War leider dann doch ein bisschen sehr... Oder was heißt sehr kurz? Also im Verhältnis relativ kurz. Aber nett gemacht. Du bist das beste Mädchen. Das weißt du, ja? Laut Funkverkehr überquert eine große Menge an Soldaten. Wie unvorhergesehen, aber dennoch faszinierend. So. Gib mir eine Sekunde. Okay, was ist los? Da muss eine ganze Menge kommen.
Manchmal bin ich sogar von mir selbst beeindruckt. Zu meinen besten Arbeiten. Natürlich kommen jetzt genau die Karten. Für einen Gegner zu ziehe jetzt nach um den Schaden auf 25. Bis später. Ja. Und du morgen wieder arbeiten dann, oder? Ich wollte nur sagen, ich weiß es zu schätzen, dass du da draußen im Kampf auf mich baust. Oder machst du Homeoffice? Aber du verdienst es, gewarnt zu werden. Dich zu viel mit mir abzugeben, könnte deiner Gesundheit schaden. Meiner Gesundheit? Was meinst du damit? Ich meine Sabertooth. Er hat alle getötet, die mir je nahe standen. Freundinnen, Kollegen, flüchtige Bekannte. Sogar meinen Briefträger hat er getötet. Ein Briefträger. Du musstest schon viel erdulden. Und doch hast du alles überwunden. Ich hänge ungern der Vergangenheit nach. Ebenso. Dieser Tage macht mir nicht vieles Angst, außer anderen näher zu kommen. Denn jedes Mal, wenn ich jemandem näher komme, passieren ihm oder ihr unschöne Dinge. Was ich sagen will ist, danke für deine Freundschaft und pass auf dich auf. Homeoffice, ja, das ist ja, ja auf der anderen Seite, ich sag mal so, ist ja auch nicht schlecht, weil bei dem Wetter, wenn ich jetzt überlege, ich muss mich da zwar nicht morgen, aber übermorgen diese stinkende, schwitzende Meute reinquetschen in der S-Bahn. Und dann ist ja auch bei uns die Klimaanlage, ist ja auch ein Witz. Also bei 25 Grad schaltet sich ja ab. Dann funktioniert die Frisch- und Abluftzufuhr nicht. Ja, die schafft, das denke ich auch so, das muss man doch neu machen, wenn man so viele Leute hat. Ja, ab einer gewissen Anzahl von Leuten schafft die Anlage das nicht mehr. Ja, na, dann baue ich doch sowas nicht. Also, war nicht unbedingt so Übung macht toll. Den Meister. Ja, echt. Neu und noch besser. Hat jetzt keinen Bock mehr auf mich. Und so ist es dann ich ja glaube, auch an der. Wir haben für jeden etwas. Ständige Innovation, das Versprechen von Snatch. Ja, in der S-Bahn halt. Weil die meisten Leute noch reinsetzen, oh, machen Sie das Fenster auf, das zieht so. Ja, und dann stinkt das lieber da drin. Aber da eklig. Mal sehen, ob die mich jetzt schaffen. Scheiße, sofort mein Trainingslevel auf. Das ist auch nicht schlecht. Bis später. In der Armee nennen wir das handfeste Information. Uns bleibt kaum noch Zeit, Kefon aufzuhalten. Ich bin jetzt so gut wie zu allem bereit. Wenn du also schlaue Ideen hast? Jetzt an mir ginge, würde ich auch am liebsten jetzt Homeoffice machen, echt. Wir sollten nicht herumsitzen und darauf warten, dass Kefon zurückkommt. Dann würde ich mir so eine alte Blechwanne holen. Ihn angreifen. Oben ein Brett drüber, wo mein Rechner dann draufsteht und in unsere Existenzebene zurückzukehren. Aber wir gehen nicht zu ihm. Das wäre Selbstmord. Ich bekämpfe ihn, wo ich auf ihn treffe. Egal, was dir diese Bücher sagen.
In diesen Büchern steht, dass C'thon schon eine Bedrohung war, bevor die Zivilisation begann, als nur die Urgötter auf der Erde wandelten. Aber was noch? Sicherlich gibt es noch mehr nützliches Wissen für uns. Was sonst hast du erfahren? Ich könnte dich die ganze Nacht mit diesem Thema wachhalten. Also sag mir genau, worauf du neugierig bist. Was ist ein Paket jetzt mittlerweile? Versenden. Der Schmutz. Ich habe da schon gar keine Ahnung mehr von. Ich habe so selten Pakete verschickt. 5,49, 2 Kilo. Auto ich werden. Ja. Sollen die froh sein, dass sie überhaupt bekommen? Wer waren diese Urgötter? Erzähl mir von ihnen. Geschwister. Ja, die wollen immer alles sie geschenkt haben. Jürgen, der Quelle Regenkombi fürs Motorrad und dann schon statt 110 Euro für 50 und dann wegen 2 Euro beim Versand noch Zicken machen. Und C'thon. Sie beherrschten den Planeten viele Jahrtausende lang. Alle verfolgten ihre eigenen Interessen und rangen immer mehr um die Vorherrschaft, bis es schließlich zu viel wurde. Neue Götter erschienen, um die alten Götter zu stürzen und ihr Wirken aus unserer Welt zu bannen. Nichts währt ewig. Auch nicht für Götter. War C'thon von Anfang an so ungeheuer böse? Er war schon immer seltsam. Aber sein ungezügelter Umgang mit Chaosmagie hat ihn schließlich so verdorben, dass er es nicht mehr rückgängig machen konnte. Während C'thons Schwester Gaea das Leben auf seinem Planeten nährte, wollte C'thon es in sich aufnehmen und es nach seinem verqueren Bild umgestalten. Wegen dieses bösen Triebs wurde C'thon in ein anderes Reich verbannt. Und dort wartet er? Bereit zurückzukehren, wenn die Gelegenheit sich bietet? Wie jetzt. Ich möchte dich nicht weiter aufhalten. Was wollt ihr denn? Lies weiter. Es muss etwas geben, das wir gebrauchen können. Ich hoffe, du hast recht. Man braucht keinen Mensch mehr. Und ich werde weiter graben. Ein Buch noch. Vielleicht finde ich darin die Antwort. Was ist... Das Darkhold ist selbst gefährlich. Es... Das... Und was... Ja, so. In der... Ich weiß nicht. Gegen... Der
Ja, ich bin die ganze Zeit schon überlegen, was ich dann nach Marvel dann mache. Du hast unser Gespräch wohl gehört. Also ich habe zwar das Arcap-Geddon jetzt nochmal installiert. Dieses Weltuntergangsszenario ist wohl zu gruftig übernatürlich für die Avengers. Es ist Zeit, dass sie aus dem Weg gehen und uns Jungen das Zepter übergeben. Oh, kann ich mir nochmal eine Woche Diablo ausleihen? Die Avengers sind eindeutig überfordert. Und ja. Verdammt klar, richtig. Das, kein Problem. Jetzt dürfen wir es vermasseln. Spielt du aber Final Fantasy 16, Final Fantasy 14 und alles übereinander. Also, hast du einen Plan? Du meinst, um Cthon davon abzuhalten, aus uns ein kosmisches All-You-Can-Eat-Fleischbuffet zu machen? Wir haben noch nicht alle Details festgelegt, aber... Also ich spiele viel durcheinander. Bis dahin behalte das für dich, bis wir wissen, was wir tun. Ich kann gar nicht mehr sitzen hier. Ich will den Avengers nicht noch mehr Angst machen, als sie schon haben. Klebst du aber auch echt fest am Stuhl. Cool, wir reden später. Mir scheint Strom nicht so teuer wäre für eine Klimaanlage, denn... Heißt das Ding nicht sogar Prophezeiung der Mitternachtssonne? Es war von Anfang an unser Kampf. Na, wo ist er denn? Ach, da hinten. Neue Region. Das ist ja interessant. Handlungsmission? Okay. Besiege schwere Gegner. Hydra-Helikopter, Gerät zerstören. Ach ja, machen wir mal den. War gerade in einer Runde untersucht. Ja, das ist wirklich so eklig. Vor allem, wenn die sich dann so reinstopfen, wenn bei wegen der S-Bahn zu spät kommt oder was. Dann wird's richtig eklig. Also so richtig widerlich, ne? So, wer hat denn eine ganze Menge Pro-Karten? Chance auf kritischer Schaden. Ach egal, wir nehmen mal den, ist eh einfach. Ja, das ist einfach, also. Ich weiß auch nicht. Ich meine, klar, jeder muss irgendwo sparen, aber da kriegt man schon wirklich ein top, wirklich absolutes super Angebot. Und, ja klar, ihr könnt es nicht anprobieren, aber ich habe gesagt, na, dann geht auch da in den Laden, guckt euch das an und dann könnt ihr sagen, ja, will ich haben, es passt. So. Und... Nee, stattdessen dann noch mehr Rumgenöle und Rumgejammere. Das ist dann schon echt ätzend. So, wer will denn den angreifen? Erstmal, nee, den machen wir zuletzt weg. So, hier nächsten zwei, die nächsten. Das dürfte die Sache interessant machen. Ich
Also das war beeindruckend. Aber das ist halt immer so bei Kleinanzeigen, das ist immer Katastrophe. Also. Das ist immer ganz, ganz schlimm. Und die teilt sich trotzdem. Oh, ich jetzt. Ja. Sie gehen denselben Weg. Gut. Ja, halt. Der normale Wahnsinn. Ne? Anstatt denn Danke zu sagen, so, ey, cooler Preis. Und ich meine, okay, die hat mich am Preis genommen. Das war schon mal ganz praktisch. Ich meine, da gibt es auch nichts zu nehmen. Also, das Ding ist nagelneu, wie getragen. Ist auch sogar noch eine Tasche dabei. Und in der Kombi kriegst du sie auch eigentlich gar nicht. Weil, das ist ja halt einmal S und einmal Größe M. Also musst du individuell zusammenstellen. Ja, aber... Ah ja. So, was haben wir denn hier? Natürlich passt er da wieder nicht hin. Was gebe ich ihm? So, mal gucken. Tja, komm, jetzt kommt's. Ja, jetzt. Aber ist mir auch egal. Wenn die Leute denn, zumindest will sie mit PayPal hier mit Family and Friends bezahlen. Aber dann hast du wieder Leute, ach, ist nichts angekommen und irgendein Scheiß. Aber damit müssen sie dann leben. Aber das hast du ja ständig. Ja. Das ist ein hübscher Trick. Ja, ich bin echt mal gespannt, ob das bei uns jetzt am Dienstag auf Arbeit ist. Dadurch, dass ja jetzt Ferien sind, war bestimmt am Samstag die Hölle los. Also letztes Jahr, wo es so warm war, da war da erstmal unerträglich, weil die Klimaanlage überhaupt nicht funktionierte. Wer noch nicht genug hat, soll es ruhig sagen. Ach, schon wieder so ein Quatsch, ey. Ey, gib mir das auf den... Die habe ich ja immer gefressen, die Jungs. So. Das Licht ist auf unserer Seite.
Das ist schon der dritte heute. Der mir so ein komisches Zeug erzählen will. Du warst zu schwach für diesen Kampf. Ah, der Schwede. Das sind aber eine ganze Menge Jungs hier. So. Ach, den wollte ich doch gar nicht. So, mal gucken. Ja, kann ich den natürlich nicht bewegen, weil ich den falschen eben bewegt habe. Oh. Das ist doch ein Schmarrn, echt. Egal. Das ist ja echt nervig. Was wollen die denn wieder? Notice something on the channel. Könnte sein? Nee, ich dachte, mein Internet ist gerade wieder weg. Gucken, was das wieder für ein komisches sein soll. Bestimmt wieder so ein Info-Ding. Komischerweise auch auf Twitch gar nicht zu finden. Das finde ich immer am besten. Ich habe mal nach dem geguckt. Ja, klar, das ist dann irgendein, keine Ahnung. Ich habe das noch nicht rausgefunden, wie in Restream die Funktion ist, sowas rauszulöschen. So. Komisch. Naja, gut. Egal. Zeigt er mir jetzt auch gerade nicht an. Nope. Ganz, ganz viele. Ganz viele momentan. Ja, ich hatte vorhin auch eins. Den habe ich dann gleich gemeldet. Der kam über ein auf dem Discord-Server und wollte dann irgendwelchen Mist mehr verkaufen. Er hat auch gesagt, weißt du was, pff, hau ab. Ey, das
so zum Abhaken. So, dann machen wir das so. Zack, zack, zack. Und zack. Vor allem, ich finde es immer so witzig, dass die dann auch gar nicht auf Twitch irgendwie zu finden sind unter dem Namen. Das ist dann immer das Beste. Und dann schicken sie anständig irgendwelche Nachrichten über Discord. Also ich hatte heute, ich glaube, 6 oder 7. Irgendwelche komischen Typis, keine Ahnung, habe ich noch nie was zu tun gehabt mit. Das hat man auch ganz, ganz häufig, ganz viele. Boah, nee, weiß ich auch gar nicht, was sie sich immer davon versprechen. Also. Der andere kam vorhin auch an und fragte mich dann, ob ich denn schon Partnerstatus oder Affiliate-Status habe. Ich sag, nö. Ja, was hält dich denn davon ab und so weiter? Da will ich gar nicht mehr drauf reagieren. Du bist die Mutter von mir. Ja, zu viel zu viel. Hölle, verdammt. Weil das ist nämlich genau das, da kommt er an, ja, so und so viele Zuschauer und... Vielleicht sollte ich mich geschmeichelt. Da hast du dann was, das ist irgendein komisches Scam-Center, wo die dann mit 200, 300 Leuten sitzen. Jeder macht sich so einen Fake-Account und die locken sich dann irgendwo drauf ein. Und da hast du ja nichts von. Ja. Bei Dings nicht geht, das verstehe ich nicht. Kann den nicht rausnehmen? Ach so. Gast hinzufügen, da. Sperren. Melden. Spam. Na, Bots mal irgendwie so. Zack, gleich.
Ja. Da kann ich jetzt hier raus. Da. Ja, mach mal, mach mal. Ja, ich habe ihn rausgeschmissen, ja. So. Also, wen haben wir denn hier noch? Was ist denn hier heute noch? Also, Achso, das hatte ich ganz vergessen. So, alles da. Ja, eigentlich schade, dass so wenig Leute gucken. Hey Hunter, ich sage fürs Team ein paar Worte über Blaze. Wir treffen uns jetzt in der Höhle. Komm vorbei. Danke fürs Kommen, Leute. Ich weiß, wir sind alle ziemlich geschlaucht. Wir sind alle für dich da, Robbie. Wir wissen, wie wichtig dir das ist. Aber wir sollten mal weitermachen. Ich weiß, was ihr alle denkt. Ihr fandet, dass Blaze ein Riesenarschloch ist. Wow, ich dachte, Professor Xavier ist der Gedankenleser Logan. Sei still. Jedenfalls Blaze. Ja, nett war er nicht. Aber die Welt ist auch nicht nett. Und manchmal muss man so sein, wenn man was gebacken kriegen will. Und er hat richtig viel gebacken gekriegt. Also merkt euch das, Kinderchen. Ihr werdet nicht ewig so frisch. Das ist auch komisch. Alles Tom wird mir nicht angezeigt. Danke, Logan. Schöner hätte ich es auch nicht sagen können. Ehrlich gesagt, hatte ich keine Ahnung, was ich sagen soll. Weil ich früher den flammenden Boden verehrt habe, auf dem Blaze gefahren ist. Dann lernte ich ihn kennen. Und habe ihn definitiv nicht mehr so verehrt. Bin ziemlich sicher, ich habe ihn gehasst. Bis er sein Leben geopfert hat, um meines zu retten. Johnny mag nicht perfekt gewesen sein, aber am Ende des Tages war er einer von uns. Und ich bin froh, ihn gekannt zu haben. Auf Johnny Blaze. Johnny Blaze. Johnny Blaze. Johnny Blaze. War's das jetzt? Können wir endlich gehen?
So, mal gucken, ob ich den jetzt wegkriege. Es ist auch was. Jetzt weiß ich, was sie machen wollte. Es zählte zu den ersten Urgöttern, die am Anbeginn unserer Welt geboren wurden. Und zu seinem Pech zählte er auch. Davon gehen eigentlich erst sitzen, wenn man nur noch zwei von den Dicken da hat. Seinem eigenen Bruder, Set. Nett. Du warst so schwach für diesen Kampf. Nachziehen plus ein Heldenmut, ja. Dein Schicksal ist besiegt. Das ist ein ernstes Dilemma für dich. Noch mal reinschauen, um die Nachrichten im Schiff. Aber auch den Niedergang der Urgötter herbeigeführt, die sich gegeneinander wendeten und zu Dämonen wurden.
mal eben gucken. Das war halt immer eine Probe. Okay, das geht schon mal. Wenn du lange genug am Fluss wartest, werden die Leichen deiner Feinde vorbeitreiben. Hm. Und dann aufstehen und dir ins Gesicht beißen, wenn sie Lillin sind. Also Bremssteige ich noch nicht ganz durch mit Bottrix. Ich muss mir das mal richtig zu Genüge führen. Vielleicht mache ich es heute Abend mal. Ich hatte mehr zu tun, als ich tot war.
Ja, nee, weiß ich nicht, wie es geht. Da muss ich mich mal näher mit befassen. Ich habe keine Ahnung. Deine Mutter verlässt dich. Ja, mal vorsichtig. Jetzt weiß ich. Nachdem die meisten Urgötter verderbt waren, wurde Atum beauftragt, sie zu vernichten. Als er damit fertig war, gab er ihre Energie wieder in den Sternen frei. Und jetzt sehen sie schweigend von oben zu, während ich zu ihrer Belustigung kämpfe? Wer bin ich, über ihre Absichten zu spekulieren? Bisher scheint alles zu deinem Vorteil zu laufen. Jetzt nochmal. Du hast mich deswegen aufgeweckt. Können deiner Stärke unmöglich das Wasser reichen. Na gut. Vor Jahrhunderten. Na, das war ja was.
Sache solltest du noch besser darauf vorbereitet sein, was Lilith in den kommenden Tagen geplant hat. Können deiner Stärke unmöglich das Wasser reichen. Ich komme lieber ein andermal wieder. Das kotzt mich ja jetzt schon ein bisschen an, ne? Früher herrschten Vampire über die Lower East Side. Konzentration, Robbie. Konzentration. Wie unvorhergesehen, aber dennoch faszinierend.
läuft's, Chef. Lass mich mein Ding machen. Manchmal bin ich sogar von mir selbst beeindruckt. Wie lange sagtest du, warst du diesem Ding ausgesetzt? Es ist wahrscheinlich okay. Ah, okay. Okay, ah, Gott. Wenn sich das Ding hinter mir in ein Portal ins alte Ägypten verwandelt, war's das für mich. Big Tonys geheimnisvolle Schmiede. Wir haben immer auf. Charlie musste eine dampfende Helix im Flur hinterlassen haben. Dritter Aggregatzustand. Oh, Bremsenmann. Ich habe noch gar nicht gesehen, dass ich die Karte habe. Thank you.
Ich glaube, ich könnte diesen Prozess automatisieren und mich ganz wegrationalisieren. Noch eine magische Mystery Box. Wenn ich bedenke, dass ich früher... Psst. Tony arbeitet. Man sieht sich, Hunter. Neuer Kampfgegenstand. Das sollte nützlich sein. Eine Karte ist kein Geländeblade. Ich bin bereit, wenn du es bist. Tempel mit dem Code Knopf. Wir sagen, dass uns ein Vorteil verleiht. Transia ist ein traumatisiertes Land. Seine Grenzen könnten jederzeit ganz leicht einbrechen. Die Menschen dort haben sehr viel Krieg, Trauma und Leid erlebt. Wir müssen sie um jeden Preis verschonen. Klar, ich packe Kaffeepads ein. Irgendwelche Wünsche? Ja, die Coffeeshop-Zimtmischung. Oh. Guter Hinweis, Eliana. Transia ist für Trauma, Krieg und jetzt geht. Ah, okay. Niemand kann die Welt. Ah, jetzt habe ich den Timer drin. Das andere, das war nur so ein Kommando. Den kann man wohl auf Steam Deck legen. Oder was? Aber das hier ist jetzt der neue, der ist jetzt automatisch. Jetzt gucke ich mal, ob der da auch drin ist. Unsere kleine Gruselfamilie hier schafft gemeinsam alles. Ich habe dich vermisst, Eliana. Also tatsächlich. Also da hat es funktioniert und auf ich habe Toni gefragt, ob er etwas über Verschlüsselungstechniken hat. Und er hat mir diese Zauberbücher dagelassen. Irgendwas sagt mir, dass Dr. Strange sie sucht. Ja, komisch, da ist er nicht reingegangen. Also bei auf Twitch ja, aber auf Kick nein. Das ist echt lustig. Chatbot. Timers. Eigentlich sollte der damit drauf sein. Es stört Tony sicher nicht, wenn ich XCOM auf Central installiere. Zur taktischen Forschung. Quatsch.
Das ist definitiv der kuscheligste War Room, in dem ich je war. Und so still. Aber es ist ja lustig. Also auf Twitch ist es angekommen. Und aber auf Kick ging es nicht. Mach den mal auf 10 Minuten. Tony und Dr. Strange denken vielleicht, sie sind das Epizentrum unserer Operationen. Aber kurios. Wir wissen alle, also dass kurios. Das hier naja. Das wahre Herz ist. Sag mal. Ich glaube, das kriege ich hin. Wir sehen uns. Wird mein Transia je Frieden erleben? Die Abtei steckt voller Mysterien. Sie gibt ihre Geheimnisse nicht preis, selbst dem Meister der Magie nicht. Sie ist natürlich nur ein blasser Schatten meines Sanctum Sanctorum, aber sie hat einen rustikalen Charme. Was ist denn Ommel? Oder Oben? Irgend so eine Chat-Plattform oder was? Keine Ahnung. Vorerst ist sie und. Gut gesprochen. Nicht der Wert eines Gebäudes zählt, sondern die Menschen. Kann ich dazu knabbern holen. Kompliment und dann an ist Caretaker oh, und die verstorbene ey. Miss Harkness. Boah. Hier herrscht eine simple Eleganz, die ich überaus schätze. Katastrophe. Ist echt. Boah. Alter. Sehr schlimm. Sehr voll. Wir müssen voreilige Schlüsse und Konfrontationen verhindern. Worauf warten wir? Treffen wir Hydra, wo es wehtut. Erstaunlich, dass die Nation Transia einst das Machtzentrum der heldenhaften Ritter von Wondergor war. Man nennt sie heute eher Camp Hydra. Sie holen Verstärkungen von überall her. Aber was genau verstärken sie? Mount Wondergor. An diesem Ort war schon immer etwas nicht ganz koscher, wenn du mich fragst. Etwas wie das hier? Das ist schon in Ordnung. Jetzt kennen wir die Schwachstelle. Zeit ist, der Dämonenkönigin heimzuzahlen. Nein? Nun, ein kleiner Fehler reicht. Meiner Mutter die letzte Darkhold-Seite geben. Den Halt zurückholen? Okay, praktisch derselbe Fehler. Gut. Dann übernimm du. No. Verstanden. Wie wär's, wenn ihr einfach uns die Sache überlasst? Das Sanctum, Tonys Gamma-Todesstern, Wanda? Klingelt was? Jedes Mal, wenn wir auf euch hören, passiert die nächste Katastrophe. Du bist kein Babysitter, Hunter. Du bist unser Leitbild. Und wir sind die Midnight Suns. Familie. Also ich weiß nicht, Familie ist Familie. Ob ich was essen soll, dieses ob ich was trinken soll. Sind wir für dich da. Katastrophe. Worauf warten wir dann noch? Man weiß einfach nicht, wohin mit sich selbst aktuell.
Vielleicht sollten wir auf sein Herz zielen. Er ist kein Vampir. Er ist ein von Gammakraft angetriebener Muskelmann. Vollgepumpt mit einer dicken Dosis von Liliths Verderbnis. Anders gesagt, wir sind am Arsch. Pass auf, ich weiß, Lilith ist wie eine dunkle Göttin mit einem extra wütenden Hulk als Nummer 2. Vergiss das Pergament der Macht nicht. Das hat sie auch noch und das ist krass OP. Aber wir haben etwas, was sie nicht hat. Todessehnsucht? Nein, Alter, wir haben Freunde. Wir haben uns. Wir sind die Midnight Suns. Und weißt du, was die Suns machen? Wir gehen auf. Wir kriegen das hin, Leute. Wir müssen an uns glauben, wenn wir das schaffen wollen. Blade, Robbie, ihr wisst, was zu tun ist, oder? Bis bald, Nico. Wehe, ihr lasst mich hängen. Der Fortbestand unserer Existenz hängt nämlich von euch ab. Okay, kein Druck. Geht ja nur die Welt unter. Nicht unbedingt. Ich überwache die Truppenbewegungen von hier. Du müsstest ein kleines Zeitfenster haben, um die Anlage anzugreifen und zu verschwinden. Und wenn es uns da... Was? Keine Alien, Schleimblasen, dämonische Barrieren oder nette grüne Monster? Dann haben wir sie. Diese Rune. Liliths Grab. Es war also hier, schon immer. Wanda hatte recht. Hat sie meistens. Okay, eins nach dem anderen. Midnight Suns sammeln. Oder so. Ja, Midnight Suns sammeln oder so. Warum nicht? Also da ist wirklich nichts. Keine Ahnung. Es sieht aus, als hätte Lilith auch noch den allerletzten Hydra-Schergen geschickt, um den Eingang zu bewachen. Bei all dem gruseligen Leuchten und dämonisch heulenden Hulk läuft uns die Zeit davon. Wir müssen sie aus dem Weg räumen. Die Aktion kann nicht durchgeführt werden. Geschlagen worden. Heute könnte euer Glückstag sein.
Ach so, ich habe keine. Wenn ich zweimal Blutmagie, okay, oder einen Verbündeten an. Okay. Blutmagie, Angriffskarten verfügen über Lebensraub. Na, eher am nächsten dann. Zu dumm, dass schließlich Hydra auftauchte. Cresson wartet seit Äonen auf diesen Moment. Ich würde Hydra davon kaum etwas zuschreiben. Solltest du auch nicht. So. Du brauchst das Geld. Deine Besorgnis weiß ich zu schätzen. Ich bin beeindruckt. Diese Dinger hier zerstören. Warum kämpfen diese Typen überhaupt? Das Geld kann es nicht sein. Aber was könnten Söldner sonst wollen? Wir beide kennen die Antwort, Nico. Es geht um Liliths falsches Versprechen und Ewigkeit an Liliths. Ein geflüsterter Zauber. Jetzt ist nicht die Zeit, unsere Gefahr zu romantisieren. Falls du mich schon schlimm findest, bete, dass ich dich nicht Blade überlasse. Jetzt habe ich sogar zwei. Einheit kann ich agieren. Ach so.
alle. Der Gegner zu Bett, ne? Ja. Nicht weit von hier hielten die Ritter von Wondagore ihre Rituale ab. Sie glaubten, diese Gegend sei verflucht. Eine berechtigte Annahme. Wondagore hallt in den dunklen Energien Gethons nach. Selbst der Berg konnte seinen finsteren Einfluss nicht ewig zügeln. Dein Schicksal ist besiegt. Das war nicht übel. Aber davon hatte ich doch zwei. Wo ist denn die zweite? So verscheuchen. Na, dann komm doch her. Ich will ja nicht überheblich klingen, aber so eine Lilien-Schreckgestalt wäre interessanter gewesen als Hydra. Diese Worte könntest du noch bereuen, Nico. Der Gedanke kam mir auch gerade. Nun ja. Vor Jahrhunderten. Was immer funktioniert. Das Licht wird dich heilen. Hey, danke. Oh, guck mal. Die ist natürlich jetzt richtig gut. Das Spiel.
Da kommt bestimmt auch irgendwer Großes. Sie hat kein Recht, ja, mein Kater ist völlig platt. Monster ihre Seele verkauft hat. Die Wahrheit wird sich früh genug zeigen, Schwester. Selbst wenn sie auf dieses verdammte Buch fixiert ist, wird Liliths Barriere nicht leicht zu durchbrechen sein. Ja, aber die Höhle schon. Midnight Suns, es beginnt. So gefällt mir das. Ist nicht die eleganteste Lösung, aber das Dach zum Einsturz zu bringen, dürfte Ihnen einen Dämpfer verpassen. Hätte ich doch nur ein paar Säulen mit dem Hellride erwischt. Das sage ich, Robbie. Für diese Männer ist es vorbei. Ach, die hat ja noch eine. Oh, stimmt ja. Nicht viel geändert. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ah, Mist. Ich bin beeindruckt. Leide.
den Weg rein. Ja, irgendwie hat das mit dem Timer nicht funktioniert. Keine Ahnung warum. Weil eigentlich hätte er jetzt nach 10 Minuten das einblenden sollen. Deine Kraft, Kind. Was in Gang gesetzt wurde, kann nicht aufgehalten werden. Und das wird es nicht. Ja, sollte ein Intervall, 10 Minuten. Mutter. Die Schuld des Blutschwurs wird eingelöst. Kethon wird sich erheben. Sie lässt sich niemals überzeugen. Du weißt, was zu tun ist. Ja, da habe ich natürlich jetzt nicht aufgepasst. Du warst zu schwach für diesen Kampf. Ich fürchte, davon wirst du dich nicht erholen. Ich brauche unbedingt einen Heilungskarten, ne? Das wäre mir schlecht. Und ein paar Flächenattackenkarten. Zwei Leben. Alter Scheiße. Das wird langsam langweilig. Wer noch nicht genug hat, soll es ruhig sagen. Sarah, meine Schwester. Wie lange ist es her? Ich kenne dich nicht, Dämonin. Du bist schon seit Jahrhunderten nicht mehr meine Schwester. Wie betrüblich, das zu hören. Doch noch ist Zeit für dich, um seinen Weg zu gehen. Keine Midnight Sun wird sich dir je anschließen. Das verspreche ich dir. Macht euch bereit. Das war ein Volltreffer.
ein hübscher Trick. Das ist ein hübscher Move. Ja. Ich habe aber nur Gurkenkarten momentan. Ich allein muss das beenden. Den Mann oder das Monster gefunden, das den dunklen Energien dieses Buches lange genug widerstehen kann, um es zusammenzufügen. Deiner hat von Anfang an für nichts als Ärger gesorgt. Wir beide wissen, wie es ist, eine von anderen ersehnte Kraft. Falsche Richtung. Ich zerreiß mir nicht das Hemd und lauf amok, wenn ich schlecht drauf bin. Deine Zeit war gekommen. Zurück ins Getümmel. Ist auf unserer Seite. Mal sehen, ob sie darauf eine Antwort haben. Bei diesen Kräften hätte ich vermutet, dass du mit Lilith im Bunde bist. Scheiß Seelenbindung hat verhindert, dass der umfällt. Boah, noch einer K.O. Alter Schwede. Sie haben ihre Konzentration noch nicht verloren. Gehabt. Ich war ja echt heftig. Die Barriere hält immer noch. Lieber Tenebris, Reversus est nobis. Raus ihr jetzt! Ihr habt alles getan, was ihr konntet. Fast alles. Jo, Dämonenlady! Eins noch, bevor wir gehen. Das ist für Johnny Blaze!
Mutter. Deine Mutter ist seit Jahrhunderten tot. Jetzt geh endlich! Tom sagt auf dem Balkon, es ist kälter. Davon müssen wir uns jetzt mal überzeugen. Ist das warm? Ich habe Augen. Alter, das ist so krass verrückt. Bitte, sei etwas leiser entsetzt. Sag das mal Sparky. Dieses mysteriöse Gebäude, eine hoffentlich sieht Tante May das nicht. Ist plötzlich in sie der würde von durchdrehen. Republik Transia aufgetaucht. Wir wollten es stoppen, aber wir haben es vermasselt, Robbie. Sag es ruhig. Es ist egal, wer es vermasselt hat. Nicht egal ist, dass wir am Arsch sind. Apocalypse Wow, über 2 Millionen Mal geteilt. Jetzt sind wir im Endspiel.
Du bist zu weit gegangen, Mutter. Dasselbe könnte ich über dich sagen, Kind. Hast mich tot unter diesem Berg liegen lassen. So behandelt man seine Mutter nicht. Nächstes Mal nehme ich einen größeren Berg. Du musst das sagen, aber ich sah das Zögern in deinen Augen. Außerdem bekommst du keine weitere Chance. Das Darkhold ist endlich vollständig. Die Prophezeiung wird bald erfüllt. Die Mitternachtssonne kommt und damit auch er. Dann müssen wir alle unsere letzte Rolle spielen. Wirst du bereit sein, wenn der Vorhang aufgeht? Wenn du wirklich alles für mich tust, Mutter, dann bitte hör auf. Kehren wir beide ins Grab. Du klingst fast wie er. Ich dachte, wir erwähnen ihn hier nicht. Mach dich nicht lächerlich. Nicht ihn. Ihn. Deinen Vater. Er hat mir vor mehreren Lebzeiten etwas Ähnliches gesagt. Ich habe dich bisher nie über ihn reden hören. Bald endet eine Prophezeiung, die Milliarden Jahre alt ist. Manchmal frage ich mich, ob ich seine Seele an diesen Ort bringen könnte, damit er noch einmal neben mir steht. Neben uns. Ich flehe dich an. Nein. Durch seinen Tod ist ihm der Anblick der widerwärtigen Kreatur erspart geblieben, zu der du wurdest. Ich beneide ihn. Was? Keine schnippische Antwort? Kein Versprechen, dass wir unter dem ruhmreichen Auge der Mitternachtssonne wieder vereint werden? Nein, Kind. Dieses Mal nicht.
Agatha? Entschuldige die Störung. Hast du einen Moment? Für dich? Natürlich. Du bist mit schwierigen Problemen immer... Das nennt... Oh, das weiß ich. Das wusste ich. Trotz unserer Taten erfüllt sich die Prophezeiung. Ich sollte mit Sarah... Es tut mir leid, Hunter. Ich lasse dich in Ruhe. Agatha. Hunter, ich komme rein. Wo ist sie? Ich habe euch miteinander reden hören. Ich bin überrascht, dass du Agatha hören kannst. Also streitest du es nicht ab? Wieso sollte ich? Gerade dir gegenüber. Wieso hast du es mir nicht früher gesagt? Wieso hast... Ich hatte gelobt, nichts zu sagen. Wem? Agatha. Wieso dann jetzt? Aus einem Grund. Wenn du Agatha hörst, solltet ihr zwei euch ausführlich unterhalten. Ich weiß nicht, ob ich ihr gegenübertreten kann. Dann lass mich mit ihr reden. Na schön. Ich vertraue dir, Hunter. Gute Nacht. Hunter. Recht zufriedenstellend. Hey Doc, du oder Magic könnten ein Portal öffnen. Man sieht sich, Hunter. So, ich glaube, ich packe mal hier noch eine Stunde auf dem Balkon. Also die Disc glüht schon. Ja, jetzt wird es noch Zeit. Ich mache Schluss für heute. Keine Lust mehr. Bis dann. Tschüss.